Gut Kick, Freunde. Viertes Spiel, viertes nicht siegreiches Spiel. Was, ja, doof gelaufen. Zwei Unentschieden, jetzt zwei Niederlagen. Ich habe schon so leichte Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ja, also mein Gedanke ist nur, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, ne? Ich halte von Kovac viel, aber Fußball ist ein Ergebnissport, langsam, aber sicher ist nun mal nach 4 Spielen ohne Sieg, als Mannschaft, die sich eigentlich auf den europäischen Plätzen sieht, kommt wahrscheinlich schon so leicht die Trainerfrage hoch. Ich glaube, er hat noch ein paar Spieler, also wir können, warten jetzt nicht, dass Dienstag 17:30 Uhr kommt, Kovac wird entlassen oder so, aber Ich warte nicht, dass trotzdem. irgendwas vor dem 8. Spieltag passiert. Wenn wir jetzt die nächsten 4 wieder verlieren oder nicht gewinnen sollten, Dafür dann. ist die Intensität zu gut. Also man ist jetzt wieder mit sehr vielen Sprints da gewesen, nur nützt es eben nichts. Da habe ich Farke zum Beispiel, ich habe das Topspiel geguckt, habe mir sein Interview angehört und da wurde er darauf angesprochen, dass sie nicht die Mannschaft sind, die am meisten läuft, nicht die meisten intensiven Läufer hat, auch nicht viel sprintet, aber eben die Ergebnisse dafür stimmen. Da meinte er, man kann das machen. Er war bei Norwich als Trainer. Meinte er, in der Premier League war er immer die Mannschaft mit den meisten Läufen, Sprints und sowas. Und da ist er letzter geworden immer Ja. wieder. Also das sagt halt auch nichts aus. Man muss halt auch guten Fußball spielen. Ja, man muss einfach die Punkte holen. Und wenn man sich das mal anschaut, gegen die zwei Aussteiger zweimal unentschieden gespielt, gut, gegen Bayern jetzt auswärts verloren und gegen Leipzig. Aber zwei Punkte nach 4 Spielen, das hat man sich anders vorgestellt. Ja, was ich eben schade finde, du hast ja gegen, das haben wir gegen Bayern schon angesprochen, gut gespielt. Da kannst du nicht erwarten, dass du jetzt, wie es Gladbach gemacht hat, einen Punkt holst, so unbedingt, dass du diesen Punkt mit einplanst. Aber du kannst gut spielen, was du da gemacht hast. Und das hast du gegen Leipzig nicht gemacht. Das darf man hier auch nicht falsch verstehen. Wir erwarten jetzt nicht, dass wir hier Punkt holen oder gewinnen oder sowas. Aber Dass man gut. wie man gespielt hat, das hat mir nicht gefallen. Ja. Wir müssen auch nochmal über Die ein, erste zwei. Halbzeit vor allem. Ja, die zweite Halbzeit dann Die wurde dann war schon. relativ okay, aber ich fand auch, Leipzig hat jetzt nicht unbedingt gut gespielt. Das Ja. darf man auch nicht vergessen. Ausbaufähig und dann vorne drin auch noch Werner dann irgendwann draufgestellt. Dann war er sowieso für Leipzig gegessen, deshalb. Ja, also da muss einiges passieren. Wie gesagt, ich rechne jetzt nicht vor dem 8. Spieltag oder so mit irgendeiner Diskussion. Aber ja, man muss schon jetzt demnächst, ich weiß nicht, gegen wen geht's als nächstes? Jetzt kommen Köln, Köln. Frankfurt und Union. Also das sind 3 Spiele, wo man bei außer gegen Union erwarte ich schon, dass man 2 Siege holt. Ja. Gegen Köln und Frankfurt sollte man schon gewinnen, weil die nicht so überragend sind in dieser Saison, würde ich jetzt mal behaupten. Da sollte man mit den Ambitionen, die man hat, schon Punkte holen. Ja, denke ich auch. Aber man muss abwarten. Ich erinnere mich an letzte Saison. Ein von Bommel ist mit vier Siegen reingestartet. Und man schaut sich an, wo wir dann am Ende gestanden sind. Das ist die Jetzt sind einzige wir Hoffnung. nicht mit vier siegreichen Spielen reingestartet. Und Jetzt am Ende kann kommen man nur trotz, Siege. und am Ende kann man trotzdem auf einem europäischen Platz landen. Also das würde ich jetzt noch nicht zu hoch Ja. hängen, aber so ein bisschen, ja, so leichte Bauchschmerzen macht es mir schon. Jetzt muss einfach auf jeden Fall im nächsten Spiel ein Sieg her und dann ja, den Schwung mitnehmen für die Partien danach. Weil auch was noch nicht wirklich reingekommen ist, diese Konstanz, die hatten wir ja schon mal angesprochen. Dass sich das auch bessern muss, dass man konstanter werden muss, ist nicht da. Also Baku, er hat gegen Schalke, als er reinkam, das hatte ich gut angesprochen, er hat okay gespielt. Ich fand aber auch da eben, dass er zu egoistisch war. Aber jetzt wieder gegen Leipzig, weiß ich nicht, ob er da war. Unsere Innenverteidigung sind beide ziemlich fehleranfällig, was ich aber ihn nicht als großen Minuspunkt anschreiben will, sondern sie sind beide jung. Ein Lacroix ist Abwehrchef mit 22 Jahren. Ja. Sowas muss man auch sagen, ob man das bringen kann, weiß ich nicht. Dafür haben sie aber versucht, halbwegs noch ihre Fehler immer auszubügeln. Das sah noch relativ okay aus. Ein Kruse meckert nur, aber nach einer Einwechslung zeigt er seine Leistung, aber gegen Leipzig ist er unsichtbar. Ja. Macht er gar nichts. Ein Metscher vorne, der nimmt nur Bälle von Baku an, den Rest springt er vorbei. Und zeigt gar nichts mehr. Also, da ist zu wenig Konstanz drin. Ja,
Also gerade auch bei Kruse bin ich sehr gespannt, wohin die Reise geht, ob der noch verkauft wird, was da passiert. Wie gesagt, gegen Schalke nach der Einwechslung zeigt er, dass er spielen will, dass er in die Startelf will. Dann ist er in der Startelf und zeigt wieder keine Leistung. Genauso ein Philipp. Also, Weiß wobei ich ich nicht. Philipp noch besser fand als Kruse tatsächlich in dem Spiel. Aber auch jetzt offensiv war das ein Matcher, hängt seit Wochen in der Luft, macht nichts, hat ein, zwei Chancen, aber die macht er auch nicht oder macht er auch nicht rein. Offensiv, ja, ich weiß es nicht. Da muss die richtige Aufstellung vielleicht auch noch nicht gefunden. Ja, da ist halt auch bitter, was man noch ansprechen muss. Was man als halbe Ausrede für Kovac nehmen kann, ein Wimmer und ein Wind sind verletzt, die beide wahrscheinlich somit die Stamm. besten Spieler im Kader sind. Auch wenn Wind nicht gespielt hat, ist er trotzdem mit Wimmer zusammen einer der besten Spieler. Vielleicht sogar die besten Spieler, aber ich will hier nicht Arnold oder Castells oder so disrespekten. Und die fehlen halt. Ein Wimmer sieht man einfach. Ein Kaminski, so viel wie wir von ihm halten, er kann das nicht ausgleichen da als rechter Flügel. Noch Da war nicht, ne. Wimmer viel, viel präsenter, viel aktiver, direkt da in den Zweikämpfen. Ja, und wie gesagt, Kruse und Metscher sind beide da, ja. Hängen in der Luft. Also ich weiß nicht, wie lange geht das Transferfenster noch? Weißt du das aus dem Kopf? Mittwoch? Das 1.9. Erster Neunter bis 18 Uhr, meine ich. Da muss jetzt schnell irgendwas passieren. Vielleicht, also wir haben noch einen großen Kader, wir müssen doch eigentlich ein paar Ja, loswerden und eigentlich müssten wir auch noch ein da paar kann ich aus kaufen. sicheren Quellen sagen, Steffen soll vor kurzem ein Transfer in die Schweiz wieder sein. Ja, und sonst gibt es nur die Gerüchte darum, dass Kruse noch geht, was ich, wie schon erwähnt, nicht unbedingt schlecht finden würde. So viel Unruhe, wie er reinbringt, und ein Franks ist wahrscheinlich auch ziemlich sicher auf den Absprung. Gar nicht, war der jetzt im Kader? Ich Nee. glaube nicht, ne? Nee, dann sollte der auch weg sein. Wollen wir ganz kurz aufs Spiel eingehen, wie die Ja. Tore entstanden sind? Fünfte Minute, Nkunku macht's per Elfmeter. Lacroix vorher schon mit dem Fehler, die Das ist diese verursacht die Ecke. Fehleranfälligkeit, die ich meinte bei unseren Innenverteidigern, dass sowas kommt. Also es war eigentlich unnötig. Ja, Auch davor, schon in der ersten Minute, Lacroix mit einem Ballverlust, wo Silva war es, glaube ich, alleine aufs Tor zu ja, läuft, er könnte aber sein. noch hinterherkommt. Ja. Also das ist zu fehleranfällig, zu viele individuelle Fehler, wodurch eben dann ein Elfmeter passiert, wodurch das 1-0 Vollkommen zu fällt. Recht. Also Ja. Glas Arm ist, weiß ich nicht wo, und kommt halt gegen den Arm der Ball. Klarer Elfmeter, fünfte Minute und Kunku. Castells erahnt die Ecke, aber zu stark geschossen. Ja, und weiß ich nicht. Also wollen wir direkt aufs Zweite eingehen. In der 90. Otavio haut über den Ball, auch sehr ärgerlich. Ja, Das, Castells ist dann, dachte, ein Kuku schießt direkt, macht er nicht ja. und ist dann in der falschen Ecke. Ja, also wirklich, ja, sehr fehleranfällig, obwohl ich weiß nicht, ob wir bei einer Niederlage einen goldenen Wolf vergeben, ich würde es jetzt eher nicht machen, aber wenn, ich fand Miki sehr stark. Also, der hat einige Fehler gehabt, ich erinnere mich aber an die eine Situation, er verliert den Ball und stratzt hinterher, hat ein paar gute Tacklings Ja, er gehabt, hat auch ein paar mutig Mal einen guten gespielt. Konter von dem verhindert. Ich meine, Werner ist mal alleine aufs Tor Ja, zugelaufen und er ist läuft hinterhergekommen ab. und Werner hat ihn frisch dahin. 2 Minuten auf dem Platz Ja. und er läuft ihn ab. Also auch fehleranfällig, das muss er in den Griff bekommen, dass das weniger wird. Ganz Sein raus kriegt man es nicht. Vorteil ist, dass er das hat, was Lacroix in seiner ersten Saison hatte. Er ist immer noch ein Neuling, Ja. auch wenn er ein, zwei Spiele in der letzten Saison gemacht hat. Kommt vom Zweitligisten in Holland. Von dem erwartet man jetzt noch nicht so viel. Und der ist halt da und zeigt direkt, dass er momentan wahrscheinlich der solideste Innenverteidiger ist, den wir da haben. Würde ich auch sagen. Und ich finde auch, also Dem verzeiht man dann eher die Fehler als jetzt ein Lacroix, der in seiner dritten Bundesliga-Saison ist. ja. Aber hier auch nicht falsch verstehen, wie schon gesagt, er ist halt jung. Da müssen wir auch sowas sehen. Da ist halt das Problem, dass du keinen Erfahrenen mehr hast, weil Brooks weggegangen ist. Finde ich auch nicht gut. Also, aber da weiß ich nicht, ob man da noch was machen sollte, weil die haben ja beide Qualität. Das ist Du halt nur die Frage. Will hast man an einen sich auf die drei Bank setzen? Qualitative. Also das sind Ja. drei Spieler, die du eigentlich normalerweise in der Bundesliga sehen solltest. Ja. Und dann holst du noch einen vierten, den du in der Bundesliga sehen solltest. Hast du vier Innenverteidiger. Und das ist eine Position, wo ich auch sage, Rotation sehe ich da eher ungerne, weil die Verteidigung sollte mindestens stehen. Ja. Die sollte eine Konstanz sein.
Und ist sie bei uns nicht. Also wir haben jetzt unser fünftes Spiel insgesamt gehabt und die vierte unterschiedliche Abwehrkette oder Ja. so. Also ich glaube, so langsam findet er es. Also wenn Baku nicht gehen sollte, denke ich mal, dass er da Baku spielen wird. Was Und ich ich. auch spannend fand, die Aufstellung, dass man jetzt plötzlich gegen Leipzig Mit mit zwei einer offen. offensiven Außenverteidigern spielt, anstatt da noch darauf zu gehen, hier Bono, um die defensive Stabilität da zu haben. Nee, wir gehen auf volle Offensive, gehen auch auf Ballbesitz, so wie sich das angehört hat, dass der Kruse-Einsatz mit Ballbesitz da begründet wurde, wo ich mir dachte, gegen Leipzig auf Ballbesitz zu gehen, lässt mich ein bisschen an Kovac Fachkenntnis zweifeln. Weil das ist eine 58. Mannschaft, wo ich mir sage, gegen die versuche ich nicht unbedingt krampfhaft auf Ballbesitz zu gehen. Ja, 58% Ballbesitz hat uns aber nichts gebracht. Schüsse Ja. gesamt 16 zu 9. Ja, offensiv war das sehr mau. Da muss was passieren. Hoffentlich wird Wind bald wieder fit sein. Und dann werden wir sehen. Also auch die eingewechselten Spieler, ein Brekalo und Waldschmidt, weiß ich nicht, ob das so Nee, muss. Waldschmidt hat nicht wirklich beigetragen, Pricalo wieder mal auch nicht. Matcher, aber trotzdem, die Wechsel haben doch ein bisschen frischen Wind reingebracht, fand Ja, ich. Also, also es wurde dann doch ein bisschen die waren stärker jetzt nicht in der überragend, Offensive. aber die haben irgendwie doch irgendwie was beigetragen, was da frischen Wind gebracht hat. Ja. Marmoush kam rein, hat auch eine Chance direkt da gehabt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also. Ja, mein Gedanke ist jetzt schon seit auch schon nach dem Schalke-Spiel gewesen, dass man vielleicht mal überlegt, lange auf eine Doppelspitze die auszuprobieren. Mit. Du hast immer noch zur Not einen Pialek, den du da einsetzen könntest. Also der auch gar nicht im Kader mit dabei ist. Wenn ich hier denke, ist er so schlecht im Training? Ja. Ja, also sowas auszuprobieren. Zum Beispiel wie unter Labbadia-Zeiten. Da erinnere ich mich an irgendeine Analyse von irgendjemandem, bei Sky wahrscheinlich, wo sie gesagt haben, du hattest einen Weghorst, der den Ball immer klatschen lassen hat, und einen Ginchek, der den Ball angenommen hat und dann weitergespielt hat. Und sowas in der Art kannst du auch machen. Ein Pialek, der zum Beispiel den Ball klatschen lässt, ein Matcher, der ihn annimmt und weiterverteilen kann. Das würde ein bisschen Variabilität reinbringen. Weil jetzt sagt man sich, der Ball wird lang geschlagen, ja, da ist ein Matcher, der nimmt den Ball an. Bin ich direkt dran, haben wir den Ball gewonnen. Und Matcher hat nicht die Qualität, den Ball festzumachen. Er hat dafür nicht den Körper. Er ist schnell. Er kann schnell an jemanden vorbeilaufen, kann da noch einen Körper reinstellen. Aber um den Ball festzumachen, gegen jetzt zum Beispiel einen Süle, Ist doch nicht der da Spielertyp. ist er 5 Meter weit weggeflogen, weil ein Ja, Süle dran ja. ist. Ja, also weiß ich nicht. Kovac muss noch sein System finden, wie er die Spieler am besten einbauen kann. Und ich hoffe, das passiert relativ schnell, weil ansonsten, ja, die Trainerdiskussion will ich eigentlich nicht, dass sie aufgemacht wird. Nee, also schlecht als Trainer ist er nicht, Nein, meine das ich ist ein jetzt super mal, Trainer. aber es kommen halt keine Ergebnisse. Es sind die falschen Spieler, die eingesetzt werden, oder er hat kein Spielermaterial. Also es gibt da auch an sich nur zwei Möglichkeiten. Kovac ist schuld, weil er die falschen Spieler einsetzt, oder Schmadtke und Schäfer sind schuld, weil sie ihm nicht die richtigen Spieler geben. Wird Dass sich sie zu schlechte herausstellen, Spieler was es da ist. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, jetzt ja, 4 Spiele ohne Sieg. Würde ich nicht zu hoch hängen, aber ja, jetzt sollte ja. demnächst der erste Sieg kommen. Am besten schon nächsten Spieltag gegen Köln. Und dann. Noch besteht ja die Hoffnung, dass wir es umgekehrt machen als letzte Saison. Diesmal Wie mit gesagt, vier also sieglosen Spielen Van Bommel mit gestartet. 4 Siegen reingestartet und nach, ich glaube, 9 Spieltagen entlassen wurden. Ja, weil er dann nur noch verloren hatte. Richtig, das Diesmal ist heißt. es vielleicht andersrum. Vier sieglose Spiele und dann gibt es jetzt nur noch Siege. Ja, deshalb denke ich mal, dass wir bald die Kurve kriegen. Ich hoffe es zumindest. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen ihr jetzt habt, oder ob ihr noch relativ entspannt seid. Alles in die Kommentare. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.